Ich habe im Presseheft gelesen, dass eure Reise nach Thailand wie eine Klassenfahrt tatsächlich auch war. Inwieweit hattet ihr auch Zeit, da euch auch ein bisschen auszutoben? Ja. Also wir haben tatsächlich sehr viel gearbeitet und sehr viel gedreht, hatten aber dann doch trotzdem mal einen Tag frei am Wochenende manchmal. Und da konnten wir ein bisschen, also wir haben zum Beispiel in Bangkok, da waren wir alle in einem Hotel und es war super schön, weil wir im 41. Stockwerk waren. Und da haben wir manchmal, also ein paar Mal ein bisschen was getrunken und ein bisschen was gefeiert und das war ganz cool. Ohne meine Aufsicht. Okay. Ich habe auch in dem Making-of, das ich schon bekommen habe, das Wort Z-Virus sehr oft gehört. Warst du schon, wie es ja da rüberkam? Der war schon übel, ne? Der war richtig. Wir beide waren auch betroffen. Ich war der 13. den sehr beschwert. Ich weiß nicht, ich war relativ am Anfang, glaube ich. Ich war vor dir. Den hat es einfach echt hat sich einfach umgehauen. Also das hat immer genau 24 Stunden gedauert, der Virus, ne? Ja. Ziemlich genau. Weil wir sofort halt auch behandelt wurden. Also richtig mit an Tropf gehangen und so. Also es ist nicht nur positiv im Paradies zu arbeiten, kann ja auch. Naja, wie Jella schon sagte, es war natürlich vor allen Dingen Arbeit. Also man konnte das schon sehr genießen und es war halt vor allen Dingen sehr aufregend, weil wir halt wirklich so viel rumgereist sind, so viel gesehen haben von Thailand. Wir waren auf so vielen verschiedenen Inseln, auf dem Festland. Die Drehtage waren immer enorm aufwendig und total abgefahren. Wir haben wirklich unter Wasser, über Wasser, in der Luft, überall gedreht. Wirklich? Mit Tieren, wir hatten Elefanten am Set, Affen. Es war total krass. Wir haben in Bangkok auf dieser ganz berüchtigten Rotlichtmeile da gedreht. Es war total abgefahren einfach. Aber es war eben auch sehr anstrengend. Es war auch sehr heiß. Das vor allem fand ich krass, weil ich noch nie davor in Asien war und für mich hat das erstmal umgehauen. Und dann, da macht man normalerweise Urlaub in so einem klimatischen Schweren, sag ich mal. Und dann muss man da aber wirklich dann 12, 13, 14, 15 Stunden teilweise auch vor der Kamera stehen. Und ich bin da wirklich zerflossen. Also es war echt richtig heiß. Bei so einem Film wie Fuck You Goethe liegt die Frage nahe, wie ihr selbst in der Schule wart. Habt ihr es genossen? War das so, wie man es in diesem Film sieht? Hattet ihr Lieblingsfächer, Jella? Ja, ich hatte schon Lieblingsfächer, also Deutsch und Philosophie. Da war ich auch relativ gut drin und Geschichte. Dann ganz andere Fächer wiederum, wo ich grottenschlecht war. Und Mathe, Physik, Chemie, so. Aber gerne zur Schule gegangen? Ja, mittlerweile vermisse ich sogar richtig. Also ich vermisse einfach diesen Alltag, jeden Tag seine Freunde zu sehen, sich vor dem Kiosk zu treffen. Und irgendwie saßen alle im gleichen Boot. Man hatte immer gleichzeitig Ferien, man wusste, dann kommen die Klausuren. Und diese Gemeinschaft fehlt mir irgendwie schon. Ja, bei mir auch. Also ich mochte auch Deutsch immer am liebsten. Und Sport fand ich auch immer witzig, weil es war immer so einfach. Da musste man nicht viel machen. Also keine Hausaufgaben oder so. Ja, und ich fand die Schulzeit im Ganzen eigentlich ganz schön, ja. Es war toll, so Freunde zu treffen. Man hatte ja um 1 Uhr meistens schon frei dann. Ja, ich war auf einer Ganztagsschule, ich nicht unbedingt. Aber ach so, ja, ich nicht. Es war ja so ein Halbtagsjob im Grunde. Und man hatte ja auch nicht viel zu tun. Also wenn man ehrlich ist, man musste ein bisschen Hausaufgaben machen und das war es ja eigentlich. Neben dem Job als Schauspieler ist ja dein Social-Media-Auftritt legendär, kann man schon sagen. Ne? Deine Selfies werden zigtausend Male geliked. Wie ist das so, wenn man seine Selfies macht und man weiß, zigtausende gucken die an? Machst du zack, eins und letztes hoch oder nee, dauert es? Natürlich nicht. Meistens, Durchschnitt sind so 3. Also es ist aber auch so, weil meistens auch andere Leute drauf sind. Also wenn ich irgendwie so einen Moment festhalte, dann mache ich immer zack, 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 zack so und dann ist meistens ein gutes dabei, wo dann irgendwie alle den Mund irgendwie nicht geschlossen haben oder wo alle die Augen offen haben oder so. Ja. Folgt ihr euch gegenseitig auf euren... Ja, klar. Ja, okay, gut. Bei dir interessiert mich natürlich sehr. Du spielst die Rolle wahnsinnig gut. Ich kann mir vorstellen, dass das aber auch schwierig sein kann, wenn da Leute kommen und sagen, sprich mal so wie Chantal. Ist das so und wie gehst du damit um? Es ist zum Glück nicht so oft so. Also, ja, manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, weil was soll man dann sagen? Ich bin auch nicht so ein spontaner Mensch, dass ich das dann machen würde. Aber im Großen und Ganzen sind die Leute sehr, sehr positiv und sagen, ich sprich mal wie Chantal, sondern oh mein Gott, und dann würde die gerne ein Foto machen oder so. Und das sind immer sehr positive Begegnungen, weil die Menschen, also denen hat man was gegeben und das geben die dir dann in dem Moment irgendwie zurück. Und bei mir hält sich das noch relativ in Grenzen, da ich auch optisch keinen blauen Lidschatten trage und ein bisschen anders aussehe. Hat Fuck You Goethe dein Leben verändert und wenn ja, inwieweit? Ich habe neue Freunde gefunden. Also
habe neue Bekanntschaften gemacht und ich bin auch, also der Film hat ein ganz anderes Ausmaß als die ganzen Filme, die ich davor gemacht habe. Und es ist schon eine andere Welt, also jetzt gerade, wenn wir nächste Woche da, wenn wieder Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag alles in anderen Ländern, also Premieren haben, das wird, glaube ich, schon ganz schön krass werden. Also nicht jetzt irgendwie Asien oder so, ne? Nee, Wien, Zürich, Berlin, München. Aber Deutschland, Österreich, Schweiz. Also es gibt noch keine Premiere in Frankreich oder so. Nein, stimmt. Ja. Ich so habe es ein bisschen übertrieben. So geil, weißt du? Aber es ist trotzdem schon für mich. Also ich habe sowas noch nie gemacht und wir werden dann als Gruppe so zusammen rumreisen und das ist schon also eine andere Dimension als bisher. Du bist ja kein unbeschriebenes Blatt. Trotzdem, dieses Hype der rund um Fakir Goethe 2 jetzt schon ist 2 Wochen vor Kinostart quasi. Ja. Ist das für dich auch was Neues? Ja, ist natürlich. Das cool oder wie gehst du damit um? Also beim ersten Teil war das ja auch schon nicht ohne. Das war ja auch schon so, dass mich, also da hat es mich total umgehauen. Damit habe ich nicht gerechnet und das war auch sehr neu für mich, auf einmal so wahrgenommen zu werden und so im Fokus zu stehen. Man hat sich jetzt natürlich in gewisser Weise so ein bisschen daran gewöhnt, an diese Öffentlichkeit, an dieses Selfie machen, dieses erkannt werden auch. Das war bis zum ersten Teil, also bis Fakir Goethe im Kino, war auch nicht so krass. Und insofern weiß man schon etwa, was auf einen zukommen könnte. Aber die Freude überwiegt natürlich vor allen Dingen. Also man freut sich einfach sehr auf diesen Kinostart, man freut sich darauf, endlich den Film zeigen zu dürfen und wir haben alle sehr viel dafür gearbeitet. Und ich freue mich jetzt auf die aufregende Zeit. Jetzt lag zwischen Teil 1 und Teil 2 ja gar nicht so viel Zeit. Könnt ihr ein bisschen gegenseitig warme Worte finden füreinander? Inwieweit hat sich Jella entwickelt und was steht Jella denn noch alles bevor, karrieretechnisch? Ja, Jella hat sich vor allen Dingen in erster Linie ist sie einfach genau dieselbe geblieben, so wie ich sie damals schon kennengelernt habe. Und das ist ja das Schönste. Also Jella ist einfach immer noch dieselbe bezaubernde, liebe Kollegin. Jella ist total auf dem Boden geblieben, das finde ich sehr wichtig und sehr schön. Und jeder, der Jella, wie du es gerade schon gesagt hast, beim Spielen zuguckt, weiß, dass sie natürlich nicht nur Chantal spielen wird, sondern auch noch ganz viele andere tolle Rollen und dass sie natürlich eine großartige Karriere bevorsteht. Und da muss jetzt Elias auch durch. Wenn bestimmt fragen viele, wie ist Elias, so wie ist mit ihm zu arbeiten? Hattest du Spaß mit ihm? Kann man viel von ihm was abgucken? Total. Und was ich auch an Elias immer sehr bewundert habe, ist auch die Lockerheit. Alles nicht zu ernst zu nehmen, auch mal lachen können über gewisse Dinge. Und Elias ist auch, also noch wie beim ersten Teil, ich war schon beim ersten Teil sehr überrascht, ich kannte Elias aus Türkisch für Anfänger, wie locker er dann mit einem sitzt und quatscht in der Maske und so. Und ich habe aber auch also großen Respekt vor den anderen Filmen, den Elias also bis jetzt gedreht hat, gerade Who Am I, fand ich was ganz anderes, fand ich aber super gut, habe ich im Kino geguckt, da dachte ich mir, cool, wenn man auch andere Seiten mal zeigen kann, wenn man sich etabliert, das hat mich sehr gefreut, auch dass der war wirklich ein wahnsinnig guter Film und danke für die netten Worte. dein Charakter wird YouTube-Star im neuen Film, fand ich mega gut. Und wir haben auch wahnsinnig viele sehr Facebook-affine Fans. Und deshalb wäre es mega, wenn ihr mir im Idealfall kurz sagen könnt, wie ihr heißt und dass ihr hier bei Red ein Interview macht. Yeah. Und dass ihr den Film angucken wollt oder wie auch immer. Okay, Achtung, fertig, los. Hallo, mein Name ist Elias Mbarek und das ist Jella Hase. Hi. Und wir sitzen hier gerade am Pressetag. Gott, das ist ja total bescheuert. Wir sitzen am Pressetag. Wir sitzen hier gerade so und wir geben Interviews für Red. In der Hand für Red. Euch. Ja, und wollten euch sagen, dass der Kinofilm jetzt bald im Kino, Gott, dass der Kinofilm jetzt bald im Kino ist. Nee, am 10.9. startet Fakir Goethe 2 und wir freuen uns, wenn ihr zahlreich im Kino erscheint und hoffentlich ganz viel Spaß habt. Super, Elias. Ich habe nichts mehr zu sagen. Viel Spaß und ciao. Mega, danke schön. Mega war das. Es war mega. So 50 Mal versprochen, total Stuss geredet. Ein One-Taker quasi. Ja. Super, ich danke euch.